Ja, die Queen hat ja schon den Anfang gemacht, als sie bei der Queen's Speech diesen sehr markanten Hut getragen hat, der in den Farben der europäischen Flagge war. Was eigentlich doch unerhört ist, weil normalerweise die Queen absolut apolitisch zu sein hat. Und möglicherweise ist jetzt auch so, dass Kate und William beschlossen haben, wir wollen jetzt mal wieder in Europa das freundliche Gesicht Großbritanniens zeigen, nachdem irgendwie die letzten 1,5 Jahre doch ein bisschen sehr düster aussahen. Royals repräsentieren eine Art von Common Sense, der in dieser harten ideologischen Regierung zurzeit bei den Tories vollkommen untergegangen zu sein scheint. Sondern sie sagen eben, Großbritannien gehört zu Europa, wir brauchen den Handel, wir brauchen auch die Europäer, weil ein Viertel aller Ärzte in den britischen Krankenhäusern kommt aus Europa. Ja? Wenn die jetzt auf einmal weg müssen, man möchte jetzt schon ungern dort liegen im Krankenhaus, aber dann gleich gar nicht mehr. So, also auf jeden Fall, hier ist noch eine Stimme der Vernunft, traditionell, vernünftig, die Königin. Und William macht ja jetzt auch keinen vollkommen verrückten Eindruck.